Sie ist das neue Wahrzeichen des Monte Generoso, die Fiore di Pietra, die Steinblume. Auf 1700 Metern thront sie in den Schweizer Alpen. Der weltbekannte Architekt Mario Botta ist persönlich gekommen, um das Panorama-Restaurant einzuweihen. Bei dem Entwurf des achteckigen Gebäudes hat sich der Schweizer von dem Berg inspirieren lassen. Die zwei Seiten des Gebirges sollen zur Geltung kommen. Die eine, die Richtung Süden geht, die sehr lieblich ist, und die Richtung Norden geht, die steiler ist. Das gelingt durch diese große Terrasse und das Gebäude an ihrem Ende. Die Steinblume erwächst sozusagen aus der Geografie des Berges. Knapp zwei Jahre haben die Bauarbeiten gedauert. Eine Herausforderung war die Lage am Hang und in der Höhe. Tonnenweise Material musste per Hubschrauber oder Seilbahn transportiert werden. Fast 19 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Im Inneren der Steinblume gibt es ein Restaurant und auf dem Dach eine Aussichtsterrasse. Jedes Detail entworfen von Mario Botta. Als Material für die Außenverkleidung wählte der Architekt grauen Naturstein, ähnlich dem des Berges. Der Stein steht für den Berg. Mir gefällt der Gedanke, dass Architektur nicht bedeutet, dass ein Gebäude einen Ort besetzt, sondern dass das Gebäude zu einem Teil des Ortes wird. Mario Botta ist in der Schweiz aufgewachsen. Architektur hat er in Italien studiert. 1970 gründete er sein eigenes Büro. Seitdem hat er an rund 800 Projekten auf der ganzen Welt gearbeitet. Eines seiner berühmtesten Werke ist das San Francisco Museum of Modern Art in den USA, das 1995 eingeweiht wurde. Botta ist ein Meister strenger geometrischer Formen und benutzt gern Materialien wie Stein und Beton. Wie bei der Symbalista-Synagoge in Tel Aviv in Israel. Seine typische Handschrift, der rote Ziegelstein und die runde Form, wie bei der Kathedrale von Évry in Frankreich. Jeder von uns schreibt so, wie er es am besten kann. Picassos Handschrift erkennt man schon an zwei Strichen. García Márquez hat verschiedene Romane geschrieben, aber seine Sprache war immer dieselbe. Ich glaube, dass mein Stil sehr autobiografisch ist. Mit seinem monumentalen Architekturstil hat Mario Botta vor allem seine Heimat Tessin geprägt. Am bekanntesten sind seine Sakralbauten. Die Bergkirche San Giovanni Battista in dem Dorf Monio fällt durch ihr ungewöhnliches Schwarz-Weiß-Muster auf und zieht zahlreiche Touristen an. Das soll nun auch der Steinblume gelingen. Ein Projekt, das Mario Botta besonders am Herzen liegt. Schließlich ist er am Monte Generoso aufgewachsen und hat häufig den Ausblick bis nach Italien genossen. Als Kind bedeutete der Berg für mich die Welt, das Gebirge, die Alpen, das ganze Universum. Ich bin früh morgens hinaufgeklettert, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Dieser Berg hat mir erlaubt, die Welt zu sehen. Ab 8. April fährt die Zahnradbahnbesucher hinauf auf den Berg. Dann öffnet Mario Bottas Steinblume ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Eines macht dem neuen Wahrzeichen auf jeden Fall mächtig Konkurrenz. Der Panoramablick vom Monte Generoso.